dann fahren wir noch langsamer. Weil ich noch meine Jacke ausziehen muss. Nee, 70 werde ich hier nicht fahren, 60 reicht mir völlig. Licht. Und dann mal kurz Scheiben putzen. Und ich fahre schon 70. Access-Brücken, zwei Stück, weiße von DHL, also Access, die haben Gewicht, Leergewicht von 2,8 Tonnen pro Brücke. Sind etwas leichter wie die DHL. Kleines bisschen. Okay, hier müssen wir zur 72 rechts weg. Das ist Pulverschnee, der lässt sich nicht schön drücken. Der zerfällt, kann man keine Schneebälle mitmachen. Habe ich vorhin ausprobiert. Also ist nichts mit Rollen und Schneemann machen ist nicht, weil der Schnee nicht geeignet ist dafür. Schade eigentlich. Hätte ich einen Schneemann gemacht. Jetzt fahren wir schon 75. Radar geht auch. Nur so testweise gezogen. Also man soll ja nicht durchziehen, sondern schrittweise, Stufe für Stufe wählen. Ich kann auch die anderen, die Feststellbremse ziehen. Hat denselben Effekt. Er rutscht nicht, das ist schon mal gut. Ja, von da kommen wir, genau. Da unten war dieses komische Teil, wo so geblinkt hat. Wo ich gedacht habe, es ist ein Radfahrer. Nein. Genau, hier ist er entlangkommen. Man muss immer so Punkte merken, dann braucht man das drum hin. Dann findet man auch, wenn man wieder herfährt, findet man das wieder. So merke ich mir manche Sachen. Wenn ich mal wieder herkomme, dann weiß ich genau, wo ich langfahren muss. Wenn nicht, habe ich ja immer noch mein Gerät hier. Minus 1 Grad und die Nase läuft. Nicht nur der LKW, sondern auch die Nase. Ja. Wo ist mein Zebra? Den brauche ich eigentlich nicht. Jetzt zieht es mich rüber. Müssen wir aufpassen.
Kirche. Komm rüber. Elfter Gang. Zehnter Gang. 60. Und ein bisschen Rettdata ziehen. Ja, doch, geht. Kann man machen. Schön langsam darunter rollen lassen, ein bisschen mit Rattata spielen. Wir wollen es nicht übertreiben, wir wollen noch mal heimkommen. Ich hab's nicht eilig. Ich meine, ich hab's schon eilig, klar hab ich's eilig, ich möchte auch heim. Aber wegen 5 Minuten, nee, das ist mir nicht wert. Da in einen Graben oder da ins Feld rein, nö, komme ich nichts mehr raus und dann habe ich die Sauerei. Ja. Nö, bringt mir nichts. Da muss ich noch ein Stück Leitplanke bezahlen. Nee. Nee. Will ich nicht. Scheinwischer. Oh, es schneit richtig. In der Rhön habe ich gehört, liegt auch schon richtig Schnee. Wochenende nächste Woche mal gucken, ob wir zum Schlittenfahren kommen. Ich glaube es eher weniger. Götzstahlbrücke. Götz von Schlag mich tot, Talbrücke. Keine Ahnung. Müssen wir hier gerade aus. Ah, da hat 72 Auerbach. Blauen Umleitung. Rechts. Ja. Ausfahrt. Nein, schmeckt doch nicht. Echt. Das ist eine Ausfahrt. Das wusste ich ja nicht. Dass das jetzt eine Ausfahrt ist. Meine ich. Ich hätte es jetzt für eine Straße gehalten mit Kurve und so. Aber eine Ausfahrt. Nein, schmeckt doch nicht. Nein, doch. Oh. Heck kommt. Der Anhänger freut sich auch schon, dass er jetzt gleich neben mir fährt. Er schwänzelt mit dem Schwanz. Kommt was? Kommt nichts. Rausziehen. Och, er ist noch hinter uns. Ohne uns ist er doch nichts. Kommt er doch nicht weit. Eieiei. Krankenhaus, Gewerbering. Ah ja, Thermofin. Richtig, genau. Tankstelle? Ist das eine Tanke? Die hat aber zu, oder? Die offen? Das sieht man gar nicht. Hat die jetzt zu oder offen? Ja. Sieht offen aus, irgendwie. Aber zu spät, bin schon dran vorbei. Kachelmann. Ah, okay. Kachelmann. Male Bilder aus. Schober Automotive. Ich kenne nur Schober. Lebensmittellogistik. Knetzgau. Schober. Deck. Was machen die denn? Dächer? Aha. Chemnitz, Hof. Nach Chemnitz will ich ja nicht, ne? Andererseits. Nach Hof will ich eigentlich auch nicht. Wir sind von unten gekommen. Genau, da war der. Ah! Doch, das macht nichts. Hab ich Fahrprobleme. Muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie es hier ausschaut. Da ist so wenig Platz für mich. Hehe.
Mach das bloß dann nach. Sonst gibt's Ärger. Aber richtig. Also mal schauen, ob ein Schild vorbei aus. Stimmt ja, wir sind unter der Brücke durch. Eieiei. Salz nachgefüllt. Der Salzstreuer ist ohne Salz. Da wird schon ein bisschen nachgeholfen. Natürlich. Hier, guck mal. Boah. Okay. Nö, solange da genug Platz ist für meinen Gliederzug, habe ich da kein Problem mit. Würde die Eiswürstchen runter. Da ist Eis. Da, guck, da geht's los. Ja. Ah, 90. Jetzt geht's bergab mit uns. Jetzt los. Nein. Nicht doch. Gib Gas. Flasche, komm her. Nicht abhauen. Hier bleiben. Lass dich köpfen. Jawohl. Altötting kommt er her. Okay. Das ist Sonnisch. Oh, dreispurig gleich. Das freut mich aber. Machen wir die Luke zu hier. Ausgerechnet jetzt fährt er fast 90, aber nur fast. Und jetzt kommt ein Auto von hinten. Ich komme nicht raus. Ich kann dir tun lassen, was ich will. Götz. Götz. Talbrücke. Hier war es gerade.
Da erzählst du was vom Pferd und dann hängst du hier hinter so einem kleinen Auto. Treuen. Iveco 450 PS-Maschine. Hoppala, da kommt ein Auto. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich bin noch gerade am gucken, dass ich einen Abstand reinkriege. Sehr schön. Gib mal Gas hier. Dreispurig sein, der in 600 Meter. Der war. München 324 Kilometer, Nürnberg glaube ich 180 war das jetzt. Nürnberg will ich nicht. Ich habe keine Lust nach Nürnberg zu gondeln. Automotive irgendwas, bla bla bla. Plage Baghetti oder was auch immer das heißt, glaube ich. Ja. Sehr schön. Und wieder ein zufriedener DHL-Kunde mehr auf meiner Liste. Da kann das sein, die Kamera hat einen grünen Stich. Oder sieht es nur so komisch aus? Oh, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich weiß mal ganz schlecht. Das Ding läuft die ganze Zeit auf Ding, Sparflamme. Guck mal, die Pfeiltaste. Das ist los. 1, 2. Da ist die Pfeiltaste. Aha. Sieh mal eine an. Aber ist das Bild so hell? Ja. Kameramäßig, ich glaube nicht, dass es ist viel zu grell eingestellt. Halt hier. Ah, das war zu viel. Sepp. Nein, das war eins zu wenig. Hier, schau mal. Hey, Vorsicht. Da sind wir noch ein bisschen grell. Eins, zwei, das müsste besser sein. Ja, es geht. So was ich jetzt im Display sehe, geht es eigentlich. Einigermaßen geht's. Sind wir noch ein bisschen grell, ha? Ah, da kann ich nichts dafür. Einbahn stehen richtig.